Hallihallo meine Lieben, ich habe mir gedacht, ich mache heute mal wieder Nageldesign, einfach weil ich momentan relativ häufig die Muße habe, um mit meinen Nägeln ein bisschen mehr zu machen, als sie nur zu lackieren. Also nicht wundern, wenn ich euch jetzt ein bisschen bombardiere mit Nageldesign-Videos. Auf jeden Fall, dieses Nageldesign ist relativ einfach. Was ihr braucht, ist erstmal ein Basecoat. Also natürlich optional, wenn eure Nägel die Farbe nicht annehmen, braucht es nicht. Aber ich brauche immer ein Basecoat. Dann braucht ihr zwei Farben, die jetzt hier hinten liegen. Diese zwei Farben sollten etwa in der gleichen Rubrik sein. Ich habe mich heute für rosa oder pink entschieden, und zwar einmal von P2. Der sieht jetzt ein bisschen rot aus, ist aber so ein kräftiges Pink, und der heißt 250 Warm Me Up. Das ist ein sehr cooles Pink. Und dann habe ich noch so ein, ich nenne es Schweinchen rosa, das ist von Kikyo die Farbe 377. Und schlussendlich noch ein Klarlack. Und was ihr für dieses Design noch braucht, ist ein ganz normaler Schwamm. Ich habe diesen Schwamm von dieser Essence Nail Collection gekauft, Nail Art Design Set. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt oder ob das eine Limited Edition war. Auf jeden Fall, das ist ein relativ grober Schwamm. Ich würde euch aber empfehlen, weil ihr seht, ich habe es ja schon gemacht, guckt lieber, dass ihr einen Kosmetikschwamm bekommt. Ich sage euch am Schluss, warum. Und zwar ist das System ganz einfach. Ihr entscheidet, wo ihr die dunkle Farbe und wo ihr die helle Farbe haben möchtet. Ich habe mich entschieden, die dunkle Farbe nach unten zu machen und die helle nach oben. Und was ihr macht, ihr fangt dann einfach an, dass ihr die dunkle Farbe etwa ein Drittel oder ein bisschen mehr vom unteren Nagellack anmalt und danach, also ein bisschen trocknen lassen, und danach den hellen auf den restlichen freien Nagel lackieren. Dann wartet ihr, bis es komplett getrocknet ist. Dann nehmt ihr euren kleinen Schwamm. Ich habe da so eine Ecke genommen. Und habe dann einfach, ich habe ihn geteilt und dann habe ich eine Ecke genommen und habe einfach einen Strich dunkles Pink und einen Strich Schweinchenpink drauf gemacht. Und dann tupft ihr das im Prinzip einfach so drauf, bis es den Verlauf hat, den ihr möchtet. Und wie ich das alles eins Schritt für Schritt gemacht habe, seht ihr jetzt. Ich hoffe, es war verständlich für euch, so wie ich es euch jetzt gezeigt habe im Video. Ich habe gesehen, irgendwann habe ich den Schwamm ein bisschen aus der Kamera genommen, als ich den angemalt habe. Aber ich hoffe, es war klar und verständlich für euch. So, ich habe euch ja am Anfang gesagt, dass das ein relativ grober Schwamm ist und ihr sollt so einen relativ feinen Kosmetikschwamm nehmen. Grund ist der, ich habe nämlich ganz am Schluss gemerkt, dass meine Nägel trocken waren. Dadurch, dass der so grob ist und so viele relativ dicke Löcher hat, hat er mir Blasen auf die Nägel gezaubert, was ich natürlich nicht ganz so schön fand. Aber dafür gibt es einen ganz coolen Trick, falls ihr jetzt wirklich nur so einen Schwamm habt und am Schluss auch Blasen habt oder auch mal bei einem anderen Nagellack Blasen habt. Was ich gemacht habe, bevor ich den Klarlack aufgetragen habe, ich habe Nagellackentferner genommen und habe den auf den Finger getupft und bin dann einfach mit dem Finger, mit dem Nagellackfinger sozusagen, so über die, über mein Nagel drüber gerubbelt, und dadurch sind eigentlich alle Blasen verschwunden, sofern ich jetzt sehe. Ja, und ja, das fertige Ergebnis sieht so aus. Es war mein allererstes Mal, dass ich so einen Ombre-Style probiert habe, und ich bin eigentlich ziemlich begeistert. Ich finde, es sieht sehr cool aus und es gefällt mir persönlich sehr gut. Und ja, ich habe hier am Anfang auch ein Foto reingemacht und auch
jetzt am Schluss nochmal ein Foto reingemacht. Ihr seht also, wie die aussehen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und euch dazu animiert, es mal auszuprobieren, weil es ist wirklich wesentlich einfacher, als man denkt. Und klar habe ich auch die Probleme gehabt, dass ich mit dem Schwammtupfen hier am Rand natürlich ein bisschen Nagellack hatte, aber ich habe dann einfach einen Q-Tip in Nagellackentferner getaucht und das ging relativ schnell ab, weil es ja nur getupft ist und jetzt nicht so eine fette Schicht Nagellack ist. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao!